Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Zelda Picross. Wir müssen die nächsten Rätsel machen. Immer noch im Mega Picross unterwegs. Zack. Und zack. Die müssen zwei Sechsen sein. Das kann keine zusammenhängende Sechs hier sein. Aber, also auf jeden Fall muss das nach hier und hier gehen. Und kann hier schon mal nichts mehr sein. Also haben wir hier auf jeden Fall irgendwie eine 6 hängen. Das hier ist eine 4, die haben wir abgeschlossen. Die 1 haben wir auch. Das ist eine 2 und eine 2. Sehr schön. Haben wir das auch schon mal. Haben wir hier eine 3 irgendwie? Das hier ist eine 6. So. Haben wir hier auch eine 6. Das heißt, es muss irgendwie hier einer von den beiden sein. Das muss sogar der hier sein. Schön, dann haben wir das fertig. Haben wir eine 2. Hier die 6. Das heißt, das ist die 3. 2, 3. Das hier muss eine 2 sein. Wie hier eine 1. Hier ist 1 und 1. Haben wir die 2 hier fertig. Hier haben wir eine 1 fertig. 3, 2. Zack, zack. Hier unten ist eine 3 und eine 1. 2, zack, 2. Wie hier nochmal eine 1. Oh, hier haben wir die 4 fertig, merke ich gerade. Das ist sehr gut. Das ist eine 1, aber ich weiß nicht welche. Hier haben wir noch eine 1 hier. Hier haben wir noch eine 2. Die kann hier nicht mehr sein. Also ist hier noch die letzte 1. Haben wir hier die 3 Einsen abgeschlossen. Zack. Und 2. Zack. 2. 3. Die 6. Schön. Damit haben wir den Kürbis. Sehr schön. Oh Leute, es ist so warm, ne? Es ist gerade 0:05 Uhr. Und es ist einfach warm as fuck, ey. Also jetzt, es hat sich schon wieder ein bisschen abgekühlt, so ist nicht. Das auf jeden Fall. Warte mal. 2, 3, 4, 5, 6. So, genau, okay. Es hat sich auf jeden Fall schon mal abgekühlt. Im Gegensatz zu heute Mittag. Aber es ist halt trotzdem noch viel zu warm. Dafür, dass es halt so spät ist. Ja. Das ist halt echt nervig. Echt nervig. Zack. Ach, hier oben wäre eine 1, okay. Nein, hier die 1. Das ist hier die 4 und die 1, okay. Das Nervigste, finde ich, ist nicht unbedingt die Hitze, die wir jetzt gerade haben. Sondern eher die, die ganzen Insekten, die hier im überall rumwischeln. Das ist halt richtig nervig, finde ich. Ich habe so viele Kackfliegen und sowas in meinem Zimmer. Das ist unglaublich. Ich weiß noch nicht, woher die kommen. Ich habe ein Fliegengitter vor meinem Fenster. Das heißt, dadurch können die ja eigentlich nicht kommen. Aber wie es aussieht, ist das so ein bisschen undicht. Keine Ahnung. Und deswegen habe ich die ganze Zeit einfach irgendwelche Kackfliegen in meinem Zimmer. Was halt echt fucking nervig ist. Das ist halt richtig nervig. Okay, die 4 haben wir hier auch fertig. Schön. Die 1 muss irgendwie hier sein, ne? Ja, die 2 muss hier unten sein auf jeden Fall. Das wissen wir. Das heißt, die 1 muss irgendwo auch hier. Hier kann sie nicht sein, also ist sie hier oben. Okay. Es ist gerade sehr schwer zu reden und gleichzeitig Picross zu machen. Tatsächlich. ja. Irgendwelche Kackfliegen in meinem Zimmer. So ganz kleine, diese ganz kleinen schwarzen Fliegen. Und zwischendurch sitzen die halt die ganze Zeit auf meinem Bildschirm. Das ist richtig nervig. Und auf einem meiner Bildschirme. Ich habe ja 3. Gar nicht viel, Leute, nein. 3 Bildschirme ist nicht zu viel. Nicht für einen YouTuber und Streamer, tatsächlich. Das ist gerade richtig. Hier haben wir eine 3. Schön. Das kann weg und hier kommt noch eine 3 irgendwie hin. 2, zack. Dann haben wir hier die 2 und die 1 auch fertig. Schön. Schön. Die 5. Muss hier sein. Cool. Aber die 8 auch. Hier. Die 2 haben wir.
Das heißt, die 2 muss hier hin. Und hier müssen irgendwie die Einsen hin. Das heißt, hier muss die 1 hin. Das heißt, haben wir hier schon mal eine 1 fertig. So. 2. Ach, hier hinten kann keine 2 mehr sein. Hier kann keine 1 sein. Keine 2. Also muss es ja eigentlich. Ich weiß nicht, inwieweit. Okay. So weit kann keine 2. Ach genau, weil hier dann 1 und... Okay, okay. 1 und 2 hier sein kann. Ja, also die Fliegen sind das Nervigste. Das Nervigste. Also wirklich nervig. Ich weiß auch nicht, wie gesagt, woher die ganze Zeit kommen. Weil ich ja eigentlich mein Fliegengitter habe. Aber irgendwie haben sie trotzdem immer einen Weg. Oder finden sie immer einen Weg, hier reinzukommen. Was halt echt nervig ist. Echt nervig. Und ich hasse Insekten, also wirklich. Ich finde Insekten so eklig. Jegliche Art von Insekten. Außer, also Spinnen sind ja keine Insekten. Spinnen sind voll okay. Ich meine, wenn ich eine Spinne im Zimmer habe, dann will ich nicht unbedingt da schlafen. Also, ne? Ihr wisst Bescheid. Nee, das hier hinten sind die 2. Dann kann ich nicht unbedingt gerade schlafen. Aber so an sich sind Spinnen voll okay. aber alle anderen Insekten, nee. Nee. Einfach nein. Einfach nein. So, das hier ist eine 3. Hier ist eine 1. Ups, nein. So. Zack, zack. Und die 2 hier fertig, okay. Die 3 muss hier mindestens sein. Ist das hier? Muss die 1 sein. Das hier hinten ist irgendwie die 3. Das heißt, die 4 haben wir. Das heißt, hier kommen die 2 Einsen rein. Die letzte 1 wissen wir nicht genau. Doch, wissen wir. Okay. Schön. Schön. Hier haben wir eine 1. Das heißt, hier unten ist die 3. Zack. Hier kann keine 3 mehr oder 1 mehr sein. Das heißt, die 1 kann... Also hier kann auf jeden Fall keine 3 mehr sein. Die 1 auch nicht. Bei dem Rest bin ich mir nicht so sicher. Hier unten ist die 3. Das ist auch alles. Zack. Nein, das kann alles bleiben, ne? Die 1 kann hier oder hier sein, aber hier muss auf jeden Fall die 4 hin. Und jetzt kann sie halt entweder nach hier. Hier muss sie weiter. Definitiv. Durch die 2 oben. Mit die 4 fertig und hier die 1. Schön. Wo war ich? Irgendwie Insekten. Ja, eklig. Einfach eklig. Einfach eklig. Wir haben heute gegrillt. Und dabei essen wir dann halt natürlich draußen, weil es einfach, es ist schöner und gemütlicher und angenehmer, finde ich persönlich. Scheiße. Hätte klappen können. Und die ganze Zeit waren halt irgendwelche Kackfliegen oder Bienen oder Wespen oder was auch immer, die halt, das kann auch, nee, das kann keine 5 sein. Die ganze Zeit irgendwie in unserem, bei unserem Essen waren. Das ist halt wirklich nervig, Leute. Das ist wirklich, wirklich nervig. Das ist doch die 2 tatsächlich, okay, das hätte ich nicht gedacht. Ja, ist halt nervig. Sehr, sehr nervig. Bin nicht sogar zu sagen zum Kotzen. Gerade so beim Essen, wenn man gerade gemütlich am Essen ist. So, und dann die ganze Zeit irgendwelche Insekten nerven. Oh, ist das zum Kotzen. Das kann weg, auf jeden Fall so. Hier muss die 1 oder 2 sein irgendwie. Wir haben da oben eine 6. Die kann nach hier definitiv nicht mehr. Zack. Das heißt, wir wissen, das kommt weg. 6 muss hier oben sein irgendwie, aber die muss hier sein. Zack. Wegen der 1 nämlich hier. 5 muss bis dort weiter. Haben wir das auch noch. Kann der Rest hier schon mal... Das kann schon mal weg. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. 19. 11, 12. Ja. Hier kann nichts hundertprozentig. Doch, der kann hundertprozentig sein. Dann muss das verbunden sein. Okay. Haben wir den Rest hier. Und die 2 noch hier unten.
Ja, gerade beim Essen ist es nervig, wenn da die ganze Zeit irgendwelche Insekten rumwürsteln. So. Das ist, ja. Gerade so Wespen oder Bienen, Leute. Oh, ich habe so Schiss vor den Viechern. Ich weiß nicht, ob ich ne... Ich habe keine Phobie oder keine Allergie auf jeden Fall. Also Phobie auf jeden Fall nicht. 7, 8, okay. Nein, Allergie auf jeden Fall nicht. So. Phobie, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber... Ja. 2, zack. 1, 2, 3, 4, 5. Das kann sein, dass das da hinkommt. Hier kommt auf jeden Fall die 2 irgendwie hin. Okay. Aber ja, ich hab des Todes Schiss vor diesen Viechern. Aber wirklich Schiss. Auch in der Klasse oder so, immer wenn ich da eine Biene hatte. Immer sofort hat man mich bei einem anderen, bei einer anderen Ecke des Klassenraums gesehen. Immer. Das war echt, das war die Hölle für mich. Die Hölle, sag ich euch. Das ist ein sehr schwieriges oder sehr, sehr komisches. Wenn hier die 1 ist, 1, 2, 3, 4. Das kann nicht mehr sein, also ist das hier die 4, okay. Die kann bis mindestens da gehen. Wir haben hier oben eine 5. So. Ja. Echt, echt ungeil, tatsächlich. Mit den ganzen Insekten. Ich weiß, ich komme die ganze Zeit hier durcheinander von dem, was ich, glaube ich, eigentlich sagen will. Oder ich verliere halt die ganze Zeit so den Faden. Gefühlt. Das ist Master Sword. Oh, cool. Das hier unten muss connected sein, merke ich gerade. Cool. Haben wir das schon mal? Dann kommt schätzungsweise, aber das hier unten muss auch connected sein. Denke ich mal. Nee. Wie viel sind das jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, einer fehlt noch. Wir haben eine 1. Die hilft uns aber gerade nicht so weiter. Aber hier oben ist dann definitiv die 2. Dann haben wir das abgeschlossen. Hier haben wir auch alles weg. So. 2. Das geklärt. Das kann weg. Dann kommt hier die 2 hin. Und das fertig. Und das fertig. Und das fertig. Die 5 hier. Die 2 da. Ich schätze mal, die 13 muss hier sein. Nein, die 13 muss hier sein. Haha. Oh. Okay. Was haben wir? Hier unten ist die 2. Hier ist die 2 und hier die 1. Okay. Ja. Ja. Es ist halt... Weiß ich nicht. Ich kann nicht gleichzeitig reden, während ich hier so eine Rätsel, sag ich mal, mache, beziehungsweise mich hier drauf gerade konzentrieren muss, sag ich mal. Das ist echt... schwierig. Schwierig, schwierig. Okay, Moment. 1, 2, 1. 1, Hier ist eine 3. Hier ist eine 3 nach oben. Das ist eine Mega 3 da hinten. Hier ist auch noch eine Mega. Ah, okay, die Mega 3 haben wir aber auch definitiv hier. Okay, was haben wir denn hier? Wir haben hier eine 1. 1. 4, 1. Mega 3 haben wir. Ne, aber nicht. Oh. Ne, aber es muss hier sein. Aha. Haben wir eine 2 und eine 8? Ja, haben wir. Okay. So, hier unten eine 1, eine 2. Eine 1. Eine 1. So, hier hinten haben wir die Mega 2. Hier haben wir ganz viele Einsen. Hinten haben wir eine 4, eine Mega 4. Das hier ist schätzungsweise die 3. Hier die 2, hier die 4. Hier haben wir eine Mega 2 und hier haben wir eine Mega 6. Mega 2, Mega 6.
Die 3 haben wir fertig. Hier ist die 3. 2, 4, 5. 6, okay. Hier haben wir die 2 fertig. Hier haben wir die 5. Eine 1. Hier haben wir die Mega 4. Brauchen wir eine 3, eine 1 und dann noch eine 4. Okay. Das hier muss die 6 sein. Irgendwie, also hier muss die 1 schätzungsweise. Die 1 muss hier sein. Aber hier die 6 und hier die andere 1. Das können eine 2 sein? Nein, das ist die 1. Hundertprozentig. Das nämlich. Ah, hier haben wir die 3 fertig. Dann haben wir hier irgendwo noch eine 2. Dann haben wir die Reihe schon mal geklärt. Zack. Hier die 2. Nein. Nein. So. 2. Dann haben wir hier die 3 auch fertig. Und die 2 nach da unten. Okay. Die Reihe haben wir auch. Das sind ganz viele Einsen. Zack. Hier ist noch eine 1. Die 8 ist... Achso, oh fuck. Ich dachte, wir haben die 8 noch nicht fertig. Oh, ja gut. Das ist eine 6. Und das auch fertig. Das hier ist eine 1. Noch eine 1, noch eine 1. Und die 2. Haben wir die 5, 4. Haben wir hier eine 1. Das hier ist eine 2. 3. Mega 2. Zack, zack. Eine Tür. Oder die Truhe? Nein, eine Tür. Eine Tür. 16 Minuten. Eins schaffen wir noch, Leute. Eins schaffen wir noch, würde ich sagen. Okay. Hier haben wir schon mal die 4. Kann nicht hier hin. Die 11. Jetzt haben wir noch 13 Felder. So. Die 4. Jung. Hier haben wir eine Mega 3. Hier muss die Mega 8 irgendwie. Aber es kann auch sein, dass die noch... Nee, die kann nur bis hier gehen, ne? Die kann nur bis hier gehen. Aber hier wissen wir nicht, ob das und das. Das und das. Das und das. Oder muss das hier? Nur wenn das und das ist, muss hier und hier ein X. Ne, es kann ja nur das und das sein. Und das hier kann auch... Das muss ein X sein. Weil hier oben ist die Mega 2. Zack. Haha, Leute. Die Mega 4. Eine 1, eine 1, eine 1, eine 1. Das hier weg. Hier unten muss irgendwie die Mega 3 sein. Zack. Die kann hier nämlich nicht mehr sein. Also haben wir die 11 hier oben. Hahaha, Leute. Ja, ich hab die Tricks raus. Das heißt, hier muss die 3 sein, weil die 8 ja hier losgeht. Zack. Okay, dann haben wir hier oben eine 1. Das hier kann auch nur die 1 sein. Das heißt, wir gehen, haben das hier. Ich hab die ganze Zeit das Gefühl, dass hier irgendwie eine Fliege auf meinem Kopf rumläuft. Nicht auf meinem Kopf, aber... in meinem Nacken rumkrabbelt. So. Also wenn ihr versteht, wie ich das meine. Ups, das war ein zu viel. Nicht so. Das ist so eine Art Kitzeln. So eine Art Kitzeln ist das. Die 8 muss hier noch ein weiter. Haben wir die 1 da fertig. Kommt sie noch eine 8 weiter, okay. Haben wir nämlich die 2. Das heißt, die 2 kann nur noch hier unten sein. Das kommt auch weg. Ah, das ist das, wo das hier unten auch so symmetrisch weitergeht, ne? Hier mit 4. Und dann hier 4. Und dann hier 4. Ja. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. An ein wenig was erinnere ich mich noch. Das ist der Briefumschlag. Stimmt. Zack. Ja, die 3 irgendwie. Zack. Die 3 irgendwie. Die 4. Zack. 3, zack. 3 nach dort. Die 4. Die Mega 8. So. Alles aus-Xen. Die
drei hier, die drei hier. Das ist das Gute, wenn man ein bisschen was schon kennt. Das ist ja die ganze Zeit immer selber, also gleich aufgebaut. Die Tippzahlen sind nur anders. Dann ist das sehr praktisch. Sehr, sehr praktisch. Wow, wir haben hier die 1. Cool. Wir haben hier eine 5. Das heißt, 4 Felder müssen da jeweils noch frei bleiben. So. Wir haben hier eine 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nein. Ein Feld muss hier weggeext werden. Zack, 1, 2, zack, 1, 2, 3, 4, 5, zack, 1, 2, zack, 1. Okay, das passt. Sehr schön. Hier müssen wieder 4 Felder sein. Genauso wie hier. Hier haben wir eine 1 fertig. In beiden Reihen. Auf der anderen Seite genau dasselbe. So, dann haben wir hier nämlich das noch einmal. Und das hier. Hier haben wir die 7. Okay. Die 10 kann hier nicht sein. Die 10 kann hier nicht sein. Und muss noch irgendwie nach hier zu der Seite. Dann haben wir hier eine Mega 2, die fertig ist. Dann haben wir hier eine Mega 2, die fertig ist. Dann haben wir hier eine 5 irgendwie. Die dann ein... Ne, die muss an beiden fertig sein. Dann haben wir hier eine 8. Die irgendwie so verläuft. Hier kommt nicht mehr die 3. Ach, die 3 kommt sogar komplett hier rein. 2 und 2. Das war die Vogelscheuche, ne? Haha, dann wissen wir nämlich noch ein Teil hier wieder. Bisschen was können wir uns jetzt wieder erahnen. Zack. Hier ist eine 3? Ja. 2. Ist das die 3 oder? Ich weiß es nicht. Ich lasse es lieber. Hier ist auf jeden Fall eine 2. Ich glaube, das ist die Mega 10. Naja, es ist die Mega 10. Okay. Dann wissen wir, dass das hier oben die 3 ist irgendwie. Ist eine 1 auf jeden Fall. Das können wir schon mal weg-xen. Njong. Können wir das wegmachen? Hier haben wir die 6. Zack und zack. Können wir das Feld hier unten wegmachen? Und die 5. Die 2 wissen wir nicht. 1. Okay, 1 und 1. Können wir das wegmachen? Das hier muss die 3 sein. Wissen wir nicht, wo genau. Also es muss jetzt langsam auch mal auf die andere Seite gehen hier. Wir haben schon 4 Felder. 2 und 2. Ah, die beiden müssen... Ah, okay. Jetzt haben wir 6 Felder. Jetzt haben wir 8 Felder. Fuck, okay. Kommt das weg? Ah, es ist doch die 3, okay. Haben wir nämlich hier unten eine 1. Und... Ups. Irgendwo hier oben eine 1. Hier. Hier ist eine 1. Haben wir hier noch die restliche 10 irgendwie. Die auf jeden Fall dort sein muss. Hier. Und hier. Okay. Oh, das 23 Minuten sind wir jetzt. Fuck, stimmt. Oh, ja, Leute, ne? Das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Bart. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein!